wie viele Schildkröten hier auch sind. Ja, töte die doch nicht alle. Du kannst jetzt nicht die Nee, Baby ich hab doch hier, guck legen. Mal. Ich hab doch, was ich wollte. Oh, wie süß sind guck die mal. Guck dir das doch mal an. Guck mal, ich hab eine Verlängerung. Sieht man das? Eine Verlängerung? Sieht man das? Sieht man das? Hä? Was ist das denn? Das ist eine Schildkröten. Das ist ein Strap-on. Ich dachte vielleicht, wir sind ja so einsam auf der Insel, weißt du? Wozu brauche ich den eigentlich? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber... Kannst du die mal bitte in die Hand nehmen selber? Nimm doch mal bitte, heb doch mal bitte gerade auf. Ich will das mal ganz kurz sehen auch. So, warte. Boah. Alter, du hast dich gleich verschluckt, ja? Hast du gleich verschluckt. Okay, warte. Alter, ist das ekelhaft, komm, ekelhaft. Zeig dich mir vorhin. Nee. Vor allem, wozu brauchst du den eigentlich? Das ist ja die Frage. Oh, das sieht aber schon wieder interessant aus jetzt. Oh, Gregor, komm. Das sieht schon wieder, warte, jetzt geh doch nicht weg. Bleib doch noch ein bisschen. Komm, so. Gib mir deine Rückseite. Guck mal, wie schnell das ging. Draußen wird's wieder hell. Ich habe meinen Lurch ausgepackt, meinen kleinen Schildkrötenkopf. Warte mal, ist hier noch ein, warte mal ganz kurz. Gregor. Hier. Warte, guck mal. Guck mal. Geht das? Warte. Das ist einfach so ekelhaft. Ich war nie. Alter, so ekelhaft. Alter, was ist denn mit diesem Spiel los? Das ist geil, Alter. Die Entwickler, ey. Die Entwickler. Das ist ja. Was ist denn mit den Entwicklern los? Hab ich gelacht, ey. Was ist denn mit dem Spiel los hier? Guck mal. Hier. Nein. Manchmal muss man die Dinge in die Hand nehmen. Weißt du? Die eine Survival ist alles. In den Arsch. Die eine kriegt der Toten in den Arsch. Was ist das denn? Alter, die wackelt mit dem Kopf, die vorne immer. Nein, ich will nicht, Alter. Was ist denn mit den Entwicklern? Oh, die andere hat's aufgegeben, die hintere. Alter, was ist denn? Okay, komm. Es ist einfach nicht wahr. Okay, die ist fertig, die geht jetzt. Ey, wie die eine ist voll Human Centipede oder so. Irgendwie voll leid, das sind diese süßen Schildkröten. Guck dir, Alter, die Möwe landet auf der Leiche und mal, knabbert an seinem Sack rum. Bei mir ist die Möwe auf der Leiche gelandet und knabbert an seinem Sack. Bah. Was ist denn hier los in diesem kranken Spiel? Aber hier schiebt wieder die andere Schildkröte der anderen das Ding in den Arsch. Alter, das ist eine richtige Schildkröten-Sex-Folge. Wir machen hier Biologieunterricht. Das ist aber, also legen manchmal... nicht nur Eier, wenn die an den Strand kommen, die splashen ja hart ab, Alter. Ist alles in Ordnung. Ich komm mal ein bisschen vor wie Heinz Sielmann heute. Ja, ist ein bisschen so wie ein Naturfotograf, ne? So ein bisschen... Ja, ne? Ja, also... erzähl doch mal richtig dokumentarisch, du kannst das doch so gut. Hier, was hier gerade passiert. Die Andara-Schildkröte aus dem afrikanischen Sudansumpf. Hier gerade im Paarungsritual, ein Anblick, den man selten sieht. Wir haben 6 Wochen auf der Lauer gelegen, um dieses faszinierende Schauspiel der Natur zu beobachten. Wir dürfen momentan nicht laut reden. Wir dürfen diesen Vorgang nicht stören. Die Schildkröten stehen schon sehr lange unter Naturschutz, denn das ist ein Anblick, den man selten sieht. Wir gehen ein bisschen näher. Oh, da bin ich gestolpert! Oh, doof! Oh, Alter, schade. Das war oh, guck mal, wie die noch den Kopf schüttelt. Oh. So, die Andorra-Schildkröte, so sieht sie nackt aus. So sieht sie nackt aus. So. Oh Gott. Das ist ein bisschen herzlos eigentlich, muss ich sagen. Nimm doch mal das Fleisch. Boah, wir werden für die Folge ein bisschen gehatet bestimmt von so Naturschutz, virtuellen Naturschutzern.